So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Fliese kaufen, Fliese kaufen, Fliese kaufen. So, und zwar hier, die hier. Lass uns die ruhig mitnehmen. Ich meine, hier oben können wir eh nichts machen, ne? Das Gewerbe, das muss weg hier. Das muss verschwinden. Wie mache ich das denn am besten? Am besten das wegreißen, ne? Nur ist die Frage. Ich weiß nicht, wer kennt sich damit aus? Die Bodengeschichte ist ja ziemlich mager hier, ne? Regeneriert die sich wieder oder ist das hier, ist das Schicht? Wo ist denn hier? Boden. Nein, ich brauche Boden. Boden, 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 Boden. Wo ist denn hier Boden? Was ist das hier? Landwirt? Hoher Landwirt. Hier, da. Hier ist richtig was. Das ist richtig gut. Das sieht gut aus. Gebäude, Bodenrichtwerte. Alles gut. Warte mal, wo ist denn hier? Unterhaltungs... Da, muss ich gucken. Da. Das sieht nicht so toll aus. Ich weiß nicht, ob sich das wieder regeneriert sozusagen. Wie ist mit Lärm? Lärm ist ein bisschen. Nicht dolle. Was haben wir hier? Wasserverunreinigung haben wir nicht. Was haben wir hier? Luft. Luft ist hier vorne, ne? Das Stück. Ich glaube, wir lassen das Gewerbegebiet hier mal ausziehen, ne? Dass sie mal verschwinden, dann können wir unsere Stadt nämlich noch weiter ausbauen. Weil hier oben ist eine Katastrophe. Das siehst du so, ne? Da oben kannst du schon mal nichts machen. Weil Gewerbegebiet baut sich hier weiter aus. Und wir haben hier drüben ja noch Gewerbegebiet, ne? Ausgerichtet, ausgesagt, ne? Ich glaube, hier haben wir, ne? Ach, Gewerbe, ja klar, hier ist alles voll. Das nehmen wir noch mit. Also das auch noch alles ist schon, ne? Ist schon alles mit. Gut. Ja, dann werden wir das hier mal auflösen. So, mal auf. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen böse von mir. So, wir müssen uns leider rausnehmen. Tut mir leid. So, die ziehen aus, ne? Wunderbar. So. Und ich hoffe, die ziehen hier oben drüben ein. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe, sonst ist es gerade ein bisschen schlecht für uns, ne? Ja, ich hoffe mal. So, wir haben aber Zeit, jetzt können wir hier ein bisschen was ausbauen. Und zwar, warte mal, ein bisschen mehr Straßen bauen. Machen wir immer noch Plus. Ja, sieht gut aus. Immer noch ein bisschen. Was steht hier? Ne, da. Dahin, ne? Wir wollen hier ein bisschen so, ne? Apartment Sternenhimmel! Der Stern lächelt auf die Bohne des Apartmentskomplexes Sternenhimmel herab. Sehr gut. Ja, das ist auch schön. So, warte mal, wie weit kommen wir hier bis dahin, ne? Das nutzen wir mal alles komplett mit. So, jetzt nehmen wir den hier noch mit. Den guten. Warte mal, habe ich den richtig zu fassen gekriegt? So. So, ich weiß nicht, was geht. Ja, wir machen das ein bisschen, ne? Bisschen hügelartig. So. Das geht schon. Das geht schon. Das machen wir das gleiche nochmal hier, ne? So, und zwar. Upp. Alter, ist das hügelig. Mein lieber Freund, ist das hügelig hier. Hügelig. So. Kommen wir hier nochmal ran. Kommen wir da hinten hin? Ja, kommen wir. Ich möchte am liebsten auch mal. So, ne? Und dann hier runter. Zack. So. Jetzt sollen die nicht kommen, von wegen hier ist nicht genug Wohnfläche. Bitteschön, ja? So. Male, male, male. Und wie die bauen, wie die Wahnsinnigen. So, sehr schön. Haben wir. Jetzt müssen wir mal gucken, ist parkmäßig irgendwas hier? Nee, gar nichts, ne? Ach, was nehmen wir denn da? So, zack. Das ist gut. Hier oben ist schlecht. Hier oben ist noch gar nichts, ne? Hier kriegt er mal einen Park rein. So, bitteschön. Wie ist das mit Polizei, Feuerwehr? Oh, hier unten ist Feuerwehr schlecht. Ui, da müssen wir vielleicht eine Feuerwehr bauen.
So. Polizei. Die hatten wir da unten aber, glaube ich, auch, ne? Wir müssen da vielleicht mal eventuell hier auch eine hinbauen. So. Nehmen wir so mit. Was haben wir sonst noch? Krankenhausmäßig? Oh, warte mal. Friedhof? Nee, warte mal. Da, Krankenhaus. So, wie sieht's hier aus? Eine Klinik. Wo ist denn eine hier oben? Hier ist ja gar nichts, ne? Wo ist denn die nächste? Die ist ja oben erst. Hier oben ist noch keine Klinik, kein gar nichts. Das ist aber echt mager, ne? Warte mal, kriegen wir das irgendwie hier hingebaut? So, hier nochmal eine Klinik hinbauen. So, damit das ein bisschen verteilt ist hier. Und hier hinten müsste vielleicht eventuell auch noch eine hin. So. Ja, wir machen miese. Wir machen gerade miese wieder mal. 16.000, immerhin. Also, na gut, immerhin, also ein bisschen. So, wie ist das jetzt hier mit... Verschwindet das langsam mal? Wie ist das hier drüben? Ja, die bauen hier. Die bauen hier langsam. So langsam kommt es hier in Gange. Was ist denn hier los? Unfall, wieder mal. Ah, Mann, doch. So, was ist gerade jetzt? 4 Uhr etwas. Bin mal gespannt, wann das hier mit den Autos losgeht, wann es hier richtig voll wird. Wann ist denn hier... Kartenlegende, Verkehrsfluss, schlecht, gut. Verkehrsaufkommen. Hoch. Wann ist denn hier Highlight? 12, gut. Ab. Kann man nicht sehen, ne? Man weiß nicht, wo hier gerade... Ja, hier wird es gerade voll, ne? Man sieht es ja. Hm. Ja, ja, ist genau, ja, ja, so ungefähr. Es ist ne, morgens. Die wollen auf jeden Fall zur Arbeit, irgendwie. Aber es geht schon, so. Die stehen hier rum, weil... Warum fahrt ihr nicht, Freunde? Ihr müsst doch mal losfahren irgendwann mal. Hallo? Sehe ich irgendwas verkehrt oder so? Oder was ist los? Warum steht der hier? Ist die Kupplung kaputt? Warum fährt er nicht? Ich werde noch wahnsinnig. Ich werde nochmal. Vielleicht brauche ich noch einen größeren Kreisverkehr. Mal so einen selbstgebauten sozusagen. Damit das ein bisschen besser fließt hier. Weil das ist ja furchtbar. Das steht hier wieder alles. Die kommen hier nicht in die Hufe sozusagen. Oder wir müssen hier, ja, Schnellstraße und dann irgendwie Abfahrt bauen. Das bewegt sich jetzt gerade gar nicht hier. Was ist los? Was ist los, Freunde? Wir machen es anders. Sekunde mal. Wir haben schon den größten Kreisverkehr da drin, ne? Wenn ich den wegnehme... Was für eine Straße haben wir denn hier? Ist das eine Schnellstraße? Ist es nicht. Das ist so ein Format, ne? Mit beiden Richtungen befahrbar. Ist hier doch. So. Das hier in der Mitte nehmen wir raus. So. Ach, siehst du, guck mal, hat er schon gemacht. Ja, irgendwie muss es abfließen. Und wenn es so ist, ne? Besser als gar nichts. Ich finde es immer faszinierend, immer wieder. Der Verkehr, ich find ihn faszinierend, absolut. Und genauso hier, also da müssen wir auch den Kreisverkehr komplett rausnehmen. Rausnehmen, genau so. Ist gerade furchtbar, ne?
Ich meine, gut ist ja aber auch, dass er denn den wenn ich den Kreisverkehr rausreiße, dass er sagt, ihr weißt was, dann machst du den Kreuzen raus sowieso und du musst nicht alles wieder neu bauen. Das finde ich auch schon wieder fantastisch. Ach, aber hier, ne? So, es geht aber, ne? Was haben wir gerade jetzt? 6.40 Uhr. Ja, der Verkehr ist schon, ne? Da ist schon echt was los, ja? Wie ist das hier? Verkehrsmäßig so. Hier ist alles grün, hier ist alles gut. Alles im grünen Bereich sozusagen. Uns fehlen immer noch Leute ohne Ende da oben. So. Ja, hier sind gerade echt die Highlights, ne? Das ist echt ein bisschen schwierig gerade. Sonst läuft es aber in der Stadt, ne? Das muss ich sagen. Sonst geht es echt einigermaßen gut. Wir müssen vielleicht eine andere Kreuzung hier bauen. Irgendwie eine andere Kreuzung hier bauen, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich könnte hier echt stundenlang zugucken jetzt. Ich könnte das mir echt wahnsinnig antun jetzt hier. Wie der Verkehr sich hier bewegt. Also so ein größerer Kreisverkehr wäre schon, glaube ich, nicht schlecht, ne? So was Größeres, glaube ich, ne? Das wäre schon echt optimal. Nur die Frage ist, können wir die auch selber bauen? Würde das besser gehen, wenn wir die selber bauen? Hier einen großen Kreisverkehr einbauen? Oder wir müssen halt eben mit, ja, weiß ich nicht, mit so eine Straßengeschichten hier arbeiten, ne? Was sind das hier? Die ist riesig, ne? Ist extrem riesig. Was sind das hier? Tropfengeschichte? Oder so ein Kreisverkehr, so in der Richtung. Ist die Frage, ob wir die irgendwie herangebaut kriegen. Weil ist ja doch ein ordentlicher Lümmel, ne? Das ist ein ordentlicher Apparat. Frage ist das. Geht das? Geht das nicht? 3.700 kostet der Spaß. Ich würde, also aus Testzwecken würde ich das echt mal mehr gönnen, ne? Das probieren, ob das geht. Ob wir den hier eingebaut kriegen. Komm, das machen wir mal. Wir probieren es mal. Das will ich mal wissen. Ich meine, wir können es ja selber bauen, ne? Wir können ja selber so ein Ding dahin pflastern, aber... Aber andersrum, wenn wir sehen jetzt, wo die hinfahren, die wollen alle, die meisten wollen hier runter. Das ist minimal, was da gerade ausfährt. Das machen wir jetzt mal. Los, Jot, das machen wir jetzt. Wir bauen das mal um hier. So. Wo ist die Kreuzung hin? Die ist es, ne? Die wollen wir hinbauen. Wupp, da ist er. Da ist er. Jetzt müssen wir die Straßen umbauen, ne? So, und Straßen wollen wir sagen, die großen waren es hier. Das war es eine vierspurige, ne? Da, sowas hier. Und hier haben wir Autobahn, Schnellstraßen. Und zwar von Door. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. Und von Door. So. Das gleiche machen wir hier. Wie machen wir das am besten? Da müssen wir irgendwie. Nee, warte mal, dann müssen wir daran, ne?
Das muss man irgendwo hier ran und dann da runter. Das sieht doch Panne aus. So, und von hier, warte mal, nee, halt, stopp, von da, daran, ne? Mal sehen, wie es aussieht, was passiert. Ja, jetzt sind gerade extrem im Trubel, Trubel-Rubel-Heiterkeit sozusagen. Ja, die müssen erstmal hier, ne? In den Tunnel runter, sozusagen. Jetzt blockiert das natürlich hier vorne, ne? Das ist klar. Ja, super. Aber es hilft aber auch nichts, ne? Hier hilft es auch nicht weiter. Das steht stille, sozusagen. Was machen wir denn da? Da sind einfach zu viele Straßen dran, ne? Einfach zu viele Straßen sitzen hier dran. Da müssten wir theoretisch eine Straße rausnehmen. So. Und das Ding nehmen wir auch mal weg. Pass mal auf, Sekunde. Müssen wir umbauen. So eine, ne? So eine. Und dann vorne. Da nach da, ne? So. Irgendwie so. Warte mal, das ist ein Gebäude noch. Überflüssig. So. Und eigentlich müsste diese Straße auch weg. Die müsste weggerissen werden. Weil sonst läuft es hier nicht, ne? Weil jedes Mal, wenn hier rot ist, die Ampel. Dann kann ich die Ampel, ich nehme die auch weg. Ich glaube, das ist eine dumme Idee, ne? Abbiege Pfeil. Wie macht man das jetzt hier? Geradeaus, genau. Abbiegen ist hier verboten, also nur geradeaus fahren. So. Oh, schön. Das gleiche in Gelb haben wir jetzt auf dieser Seite. Wunderbar. Mhm. Ich glaube, das wird so eine Straßenverkehrsfolge. Wie man es nicht machen soll. Ach, schön. Ist herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Was machen wir da denn? Die Kreisverkehr rausnehmen, ne? Nehmen wir den Kreisverkehr raus. Und die Straße größer machen. Die ist ja furchtbar, furchtbar schmal. Da kann ja kein Mensch fahren hier. Dann bis dahin, ne? So. Ja, ich weiß, es ist gerade ein bisschen Stau. Ganz dezent. Ja, man kann es aber auch nicht ändern, ne? Also wenn wir das hier rausnehmen würden, die Straße hier wegnehmen würden, dann müssen die alle darüber fahren, ne? Dass denn da nicht zu voll wird? Komm, wir nehmen die mal raus. Wir probieren es. Das muss einmal rausprobiert werden. So, zack. Lassen wir mal gucken. Den Kreisverkehr nehme ich auch weg. So. Lass sie mal krank raus. Boah, Alter, Freund, sie ist krank raus. Sekunde mal. Dann nehme ich das hier mal alles weg. So. Das hier auch und das lassen wir drin. Autobahn, Schnellstraße. Zack, und zwar die Richtung. Einmal hier. Zack, und einmal hier, andere Seite. Sup.
Einmal daran, ne? Zack, so. So, Jungs, sortiert mal schnell euch hier so ein bisschen. Wie hot? Wir wollen mal gucken. Ja, die Hälfte weiß gar nicht wohin. Die haben sich festgefahren gerade so ein bisschen. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich find's cool, ja? Ich mach sowas gerne. Körnhogen, da hast du eigentlich relativ recht. So wie ich das sehe, verlagert sich bei jeder Aktion der Stau in eine andere Straße. Da hast du recht. Weil der Verkehr ist ja da. Der Verkehr ist ja vorhanden. Der will ja irgendwie in die Stadt kommen. Und ziemlich schnell vor allen Dingen. Wir versuchen das ja gerade so ein bisschen flüssig in die Straße reinzubekommen. Halt, stopp, was ist hier los? Da oben ist ein Verkehrsunfall. Oh nein! Nein! Wie bist du denn ganz da hingeflogen, sag mal? Das möchte ich echt mal. Also manchmal möchte man das echt gerne sehen, wie das so passiert, ne? Was ist da drin? Da ist nichts mehr drin, ist leer. Hier, mach aus. So, und die haben zu tun, ne? Ja, die haben zu tun. Großartig, dass wir solche Sachen haben hier. Das finde ich gut. So, hier ist auch nochmal Stau. Die wollen geradeaus durch. Tja, wie kriegen wir das schneller hin? Es ist wirklich, ne? Also, ja, man kann schon, ne? Was ist die Uhr? 11 gerade, fast 12 Uhr. Okay. Hier fehlen Customers sozusagen. Hier liegt auch ein Auto rum. Da liegt ein Auto irgendwo rum. Frag mich nicht, wie die da hinkommt. Keine Ahnung. Die müssen ja extrem hier durch die Gegend rasen, wie die Wahnsinnigen, wie die Geisteskranken sozusagen. Hier hat's auch gerumst. Ach, du Schande. 1, 2, 3, 4 Autos. Mein Gott, was ist denn los? Leute, Leute, Leute. Die fahren hier wie die Wahnsinnigen, ne? So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch vorhaben. Wie sieht's hier aus? Das läuft. So, machen wir Plus überhaupt irgendwie? Wir machen super Plus. Fast 200.000, immer noch. Obwohl wir so viel bauen und machen und tun. Und trotz alledem ist das los. So. Jungs, was ist hier los? Die ballern hier mit 100 vorbei. Und du, was ist das denn hier? Na gut. Lass sie mal machen. Ne? Also, ne? Lass sie mal machen. So, was ist hier noch? Uns fehlen wieder Leute. Uns fehlen immer Leute. Egal, was wir machen. Uns fehlen immer Leute. So, das ist unser wie heißt das so schön? Küstengebiet. Das können wir hier oben mal weiter fortführen. Fortsetzen. Jetzt haben wir ein Autobahnkreuz, dann haben wir ein Davidenkreuz drin, ne? Genau, eine Kurve, ne? Quatsch, ein Kreisverkehr. Den machen wir hier oben mal auch. Einen kleinen, wunderschönen. Was machen wir, wo war das hier? Da, ne? So. Zup. So. Dann bremsen wir kurz mal ein bisschen aus. Weil so viel Verkehr ist hier noch gar nicht. Jetzt können wir hier vorne nochmal eine Straße weitermachen. Weiß nicht, ob wir das irgendwie hinkriegen. Pass mal auf, von hier. Ich möchte so ein bisschen so. Schön. Schön da am Wasser. Hier am Strand lang sozusagen. Alter. Bis da raus. Ist doch der Hammer. Moment. Kriegen wir das hin hier? Strafe Kurve. Hier aber an der Seite zurück.
dann rollt sich sozusagen die Autobahn hier tot, ne? Wenn wir jetzt damit rangehen würden. So. Also ich wollte die eigentlich weiterführen, ne? Die soll einmal komplett rumgehen. Hier, weißt du, hier raus und dann irgendwie hier wieder zurück. Das ist aber eine schmale Schifferstraße, die ihr habt, Freunde. Das muss ich echt mal sagen. Die ist echt nicht groß. Sehr dezent. Ach, warte mal, wir machen das mal anders. Schnellstraße, wo war die jetzt hier? Kreisverkehr. Schön großen, aber irgendwie kriegen wir da einen großen Kreisverkehr rein. Das ist ein bisschen böse, ne? So, das haut hin. Hier so raus, ne? Irgendwie. Von mir aus können wir da auch eine Brücke machen. Was kostet dieser Spaß denn? 9000 etwas. Da weiß ich nicht, wo sie hinlaufen soll. Weil ich fürchte, fast irgendwann haben wir den. Ich will ja nicht so gerne den Straßen, die ganze Straßengeschichte bei uns in der Stadt haben. Das will ich ja gar nicht. So. Den können wir hier nachher weiterführen, wenn es soweit ist. So. Jetzt haben wir hier Platz für. Hoffentlich kriegen wir das irgendwann hin, dass wir was Größeres zu machen haben. Dass die Gebäude irgendwann mal richtig groß werden. Ich will das echt. Das wäre so cool. Warte mal. Sehr hügelig ist es hier. Machen wir gerade. Und dann können wir von mir aus auch da rangehen, ne? Können wir das nicht? Ne, können wir nicht. Wir gehen mal hier so runter. Nee, wir gehen da ran. Komm, egal. Zack. So. So. Hier oben ist noch Luft. Hier mal raus. So. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. Der Hang ist zu steil. Okay, machen wir so. And to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city. Hoffen, die sind glücklich, wenn die hier wohnen dürfen. Consider installing a low flush toilet. Scheint ganz so. Die drehen voll durch. So. This has been a local public service announcement. Gewerbe, wo sollen wir nicht? Können wir hier noch Gewerbe einbauen? Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, ne? Pass mal auf, das nehmen wir noch mit als Wohnung. So. Von mir aus können wir hier oben noch Gewerbe einbauen. Da hier oben, das Stück. So, aber hier nicht. So. Das auch noch die kleinen Stücke hier. So. Und ein bisschen Gewerbe. My dear. Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite. So viel kannst du gar nicht bauen, dass die irgendwann zufrieden sind. Da brennt schon wieder. Oh, das brennt schon wieder. Oh nein, was ist hier los? Feuerwehr, was ist los? Hier brennt ein zweites Gebäude auch noch. Was ist denn los? Löscht. Mann, hier wird mit Feuer gespielt, das ist nicht normal. Oh, hier, Stau und Stocken da. Oh, hier müssen wir gucken. Da müssen wir gucken. Ach ja, schön. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen modernisieren, fixen, weil das ist ja, die stehen ja bis nach, ne? Und wenn nicht noch weiter raus.
Leave that to those. Dreispurig, was nehmen wir denn da? Pass mal auf. Dreispurig. Pass mal auf, ein bisschen optimieren. And on to our main feature story. The commercial district is booming. As the area is attracting more high-end. Ist das eine Schnellstraße? Das ist hier 120. Oh, ich sehe gerade. Das ist so ein Format, ne? Ja, so ein Apparat ist das hier. Nehmen wir da ganz hinten hin. Dann machen wir mal eine vierspurige raus. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our. Nein, das ist schlecht. Zop. Ob das besser läuft, weiß ich nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall nicht hier. Also schlecht ist die Kreuzung gar nicht. Die ist so schlecht ist sie nicht. Man muss ja erstmal mit der zurechtkommen, glaube ich. So. Hier auch. Wieso ist denn hier eigentlich, warum ist hier ein Stau? Man sieht es gar nicht. Man weiß gar nicht, warum hier gerade so ein bisschen Stockenverkehr ist. Warum? Alter, Freund, die fahren ja wirklich, mein lieber Freund, ist was hier wirklich richtig was los. Oh, hier auch. Ach du Himmel. Ja, ich würde sagen, Industriegebiet ist, ne? Da ist richtig was los, ist da. Da können wir nichts ändern, ne? Das kriegen wir nicht schneller raus. Ich weiß nicht, warum die sich ja so abquälen. Also die KI ist immer noch so ein bisschen strunzig. Also, ne? Da ist nicht viel Brain drin, muss man sagen. Also hier blockiert das ja auch wie Hölle, ne? Warum? Warum steht ihr hier? Warum stehen die da? Hat das einen Grund oder so? Warte mal, können wir das noch ändern? So, ne? Zack. So. Jihot, raus. Ich habe keine Ahnung, warum sie da stehen. Ich habe keine Ahnung, warum der da steht. Abbiegen kannst eh nicht. Du fahr doch mal. Oder ist es, weil hier gerade so ein bisschen extrem viel los ist? Weil. Uiuiui. Hier ist echt was los, mein lieber Freund. Das kann aber auch mit dem Kreisverkehr zusammenhängen, dass es alles zusammenbricht, dass es nicht abläuft. Weil die wissen ja nicht wohin, ne? Ich denke mal, wir müssen sowieso bald anfangen und sagen, hier, Einbahnstraßenverkehr, Freunde. Hä? Warum? Ist das nur eine Straße hier oder was ist los? Ich glaube es nicht. Ohne Mist. Warum ist das so? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das ist doch gut. Keine Ahnung, was hier gerade los ist. Mach das mal weg hier. Furchtbar. So. Die berühren sich, ne? Kann das sein? Die berühren sich da irgendwie. Und ich weiß nicht warum. Jetzt muss der andere warten, bis die durchfahren können. Sekunde. Ich möchte nur das kleine Stückchen hier umbauen, nicht alles.
Es ist nicht besser geworden. Es ist nur noch schlechter geworden. Alter, was ist hier los? Lass mal weg hier. So. Nee, das nicht, aber da sollen wir nicht alles wegnehmen. Komm, nimm das komplett weg. So. Ah, da kriegst du doch die Krätze und so ein bisschen mehr auch. Warte mal. Du sollst da ran. An der Straße. So. Nee, Quatsch, das ist der verkehrte Weg. Ach du Himmel. Warte, warte, warte. Rausnehmen. Nochmal. So. Der soll raus. Und der muss rein. Ungültige Form. Okay, der kommt da nicht ran. Er will da nicht ran. Warum ist es so schwierig? Warum ist es so schwierig? Ach, das ist doch wieder furchtbar. So. Wir brauchen eine Straße. Vierspurige Straße am besten. So, von hier aus, hier raus. So. Die ist mit dran. Jetzt nehme ich die hier und ziehe die hier oben hin. So. Wunderbar. Was ist mit der hier? Jetzt habe ich da noch zwei Straßen, oder nicht? Und da ist eine und da ist eine. Die müsste ich doch theoretisch von hier rausziehen können, oder? So, warte mal, zack. Da will er nicht hin, aber da will er hin, ne? So, passt. Jetzt habe ich noch diese hier. Die will auch gerne daran. So. Ist das jetzt besser? Ach, wir haben Abwasserproblem. Oder was? Oder wie? Was ist da passiert? War wieder irgendwas abgeklemmt hier? Ach, warte mal. Habe ich die verkehrte Straße gebaut hier zufällig? Garantiert, ne? Vier Spuren schnell soll sie sein. So, was haben wir hier? Überlappendes Objekt. So, geht das denn hier, wenn ich das hier dahin baue? Ich möchte keine mittlere Straße. Ich habe keine Ahnung, wie sich das verhält jetzt hier. So. Es sieht ein bisschen komisch aus da. Da fehlt ein Stück Straße. Irgendwas ist hier gerade ein bisschen in die Büchse gelaufen. Ist hier... Oh, das ist doch irgendwie wieder... Sekunde. Sekunde, Sekunde, Sekunde. So. Fließe ab. Mach hinne. Jetzt weiß ich nicht, warum das Wasser gerade so rumdoktert da. Abwasserrohr. Hat doch mit denen gar nichts zu tun. Brauchen wir doch gar nicht. Abwasserrohr. Wo ist denn das Abwasserding? Da. Ach Mist. Ach Gottes Willen. So. Uhr haben wir gerade. Okay.
So, ich hoffe, das läuft jetzt einigermaßen, ne? So, wir haben das einigermaßen gerettet hier. So, die fahren, das sieht besser aus. Sieht besser aus, gut. Gottes Willen, Verkehr, du mein... Oh, Verkehr. Weiß ich nicht, was ist hier los? Leute, was macht ihr für einen Mist? Was ist das denn für eine, ne? Warum fahren die da nicht? Da haben sie zwei Spuren, sind da doch. Das sind noch zwei Spuren. Warum fahrt ihr nicht beide Spuren? So, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ist doch nicht normal, ist das doch nicht. Nee, das ist keine Änderung, ne? Auch das nicht. Ich weiß nicht, warum die sich da so quer, so schwer haben, da rauszufahren. Keine Ahnung. Das sind noch zwei Spuren, die da benutzt werden können. Können auch beide Spuren benutzt werden. Oder? Das ist doch furchtbar. Das ist doch... keine Ahnung. Na gut. Das kann doch nicht perfekt sein. Das kann doch nicht perfekt laufen, um Gottes Willen. Dann wäre das ja auch... Ne? Das wäre Mist. Hier ist ja auch ein wunderschöner... Ach, ist herrlich. Ein wunderschöner Stau. Ja, das ist doch... Hey, das ist doch schick. Jetzt möchte ich nur mal wissen, warum man hier keine vernünftige Straße gemacht hat. Warte mal, da sind zwei Spuren. Warum ist hier nur eine? Warum ist da nur eine Spur? Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Man kann sehen, ne? Da ist nur eine Spur dadurch. Warum? Ach, Leute. Mach mir doch nicht so schwach hier. Aber die fahren trotzdem beide Spuren, sehe ich gerade. Hä? A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive. Man muss es nicht verstehen. Nein, lieber nicht. Um Gottes Willen, was ist das für eine? This has been a local public service announcement. Eine was? Handhaltestelle, Abfahrt. Auch interessant, ne? Auch sehr interessant. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, das, ne? Oh, ich glaube, der Stau ist ja wirklich bis ans, ne? Doch, der reizt gerade extrem aus. Wo fahren die denn hin? Fahren die meisten gerade durch? Sieht so aus, ne? Als wenn die meisten durchfahren. Ich fürchte fast, der Kreisverkehr muss raus. Untergrundmotor, nein, was machen wir hier? So, ja. So. Mal gucken. A raison d'être, delicious. My sisters say, whoever you got playing the keys. Es bewegt sich aber noch, ne? Also noch, ja. Pinky. Also ich könnte dir echt stundenlang zugucken. Tut mir leid. Echt, das ist wirklich so... Das finde ich so faszinierend. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt die Ampelschaltung hier rausnehme, ne? Na, so weit brauche ich nicht. Wenn ich die rausnehme... Warum ist denn hier Untergrund ständig an? So. Dann bauen die alle durch und die anderen kommen nicht zu Potte. Du schließt den Weg, mein Freund. Merkst du das gar nicht? Good question, Glenda.
I'm standing outside what used to be one of the busiest stores in the city. Not long ago, it would open its doors to lines of customers 7 days a week. Ja, aber wir kommen da nicht drum rum. Da muss glaube ich eine Ambeschaltung her, sonst fahren die kommen nie darüber, kommen nie da rein. And the question on everybody's minds, how could it have come to this? Thanks, Cam. Naja, wir müssen da eine Ambeschaltung rein haben. Ist jetzt eine drin oder nicht? Jo, ist da. Ich sehe. Der hängt wieder. Mittelschweres Gedankenspiel. Okay, da muss eine Ampelschaltung zwischen, nützt alles nichts. So. Und sonst? Aber auf der Autobahn ist richtig was los jetzt. Unsere Stadtautobahn, muss ich mal sagen. Da ist Bewegung drauf. Ne, also doch. Die wird genutzt. Da kommen die Leute auf jeden Fall schneller von A nach B. Ja, weil die dürfen ja, wie schnell dürfen sie fahren da? Verkehrsaufkommen? Ja, ist extrem, ne? 12 Uhr ist richtig was los hier. Die S21. Unsere Schnellstraße. Ich glaube 110 dürfen sie fahren da, oder? Ja, 100. 100 dürfen sie fahren. 100! Raser. So. Und wir dürfen wieder bauen, wie blöden. Pass mal auf, Sekunde. Lass uns doch mal. Das will er nicht. Okay. So. Das sind jetzt zwar kleine, aber immerhin, ne? Es fehlen Customers. Was du nicht sagst, ist großartig, ja. So, warte mal, was haben wir noch? Polizei. Hier hinten ist ganz schlimm, schrecklich. Sozusagen. So. Und Feuerwehr, wie ist das damit? Feuerwehr ist gut abgedeckt, ne? Ja, sieht gut aus. So, was noch? Schulmäßig? Oh Gott. Oh Gott. Und zack. Da ist noch ein bisschen schwierig. Was haben wir sonst noch? Pass mal auf. Was haben wir sonst hier noch? Pass mal auf College. Das ist schon immer noch das gleiche Problem. Vielleicht brauchen wir nochmal ein zweites, ne? Eins haben wir nämlich. Wir brauchen vielleicht noch ein zweites. Irgendwo hier hinten hin. So. Ist aber nicht so zuträglich für unser... Warte mal, warum... Hier ist doch noch Platz. Haben wir das gar nicht gebaut oder was? Haben wir das gar nicht fertig gemacht? Ohne Mist. Doktore. Den müssen wir da hinten, hier hinten irgendwie verbinden wieder. Warte mal. Haben wir gar nicht gemacht. Och Gottes Willen. Ja, das ist, ne? So. Ich weiß gar nicht, wie wir das hier nennen sollen. Sehen wir mal. Mal Gedanken machen. Pass mal auf. So. Kleinstadt. Wir haben jetzt Einwohner 30.000. 30.600 Einwohner. Das ist doch großartig. Ja, und das fehlen Arbeiter ohne Ende. Hier hinten zum Beispiel. Dezent. Da fehlen überall Einwohner. Fehlen überall Arbeiter. Überall fehlen da Arbeiter. Ich würde ja gerne... Sekunde mal. Lass mal gucken. Straßennetz. Was haben wir hier? Da. Seit U-Bahn. Was ist damit? Aber erstmal müssen wir müssen die freischalten. Dann haben wir die U-Bahn. Aber die U-Bahn ist ja so teuer, ne? Die ist ja so irre teuer. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie schnell diese Straßenbahn fährt. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die ist. Was haben wir hier noch? Server Farm. Das heißt? Netzwerkkapazitäten. Ja, was haben wir hier sonst noch? Hier haben wir noch gar nichts, ne? Feuerwache. Ja, die ist natürlich noch cooler, ne? Die kannst du noch viel größer, wenn du so bist. Was haben wir im Radiusteleskop? Oh, Universität Klinische. Die ist ja auch so riesig. Dann haben wir Industriemüllverwertung. Was haben wir hier noch? Krankenhaus, Seuchenbehörde haben wir gar nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir schon irgendwie, aber, ne?
Kohlekraftwerk, was haben wir? Solar? Kernkraftwerk, genau. Geothermales Kraftwerk. Aber da haben wir noch genug Strom. So, straßentechnisch, große Brücken. Tiefgaragengebäude. Auch sehr cool, ne? Aber ich glaube, wir machen mal uns drauf. Ich glaube, die U-Bahn, ne? Lass mal die U-Bahn mitnehmen, auch wenn sie teuer ist. Auch wenn die U-Bahn so irre teuer ist. Wo ist sie jetzt? Da ist sie. U-Bahn. Ein U-Bahn-Depot. Mit Lagerhäusern. Was steht da? Ein Depot mit Lagerhäusern und Anlagen für die Abwicklung von Waren. Wartung von U-Bahn. Kann mit zusätzlichen Gleisen von einer Wartungshalle aufgewertet werden. Okay. Was ist das hier? Anforderungen haben wir. So, und was kostet uns das? 10.000 Unterhalt pro Monat. Mhm. Oberirdische U-Bahn. Unterirdische U-Bahn-Station kostet auch 10.000 pro Monat. Okay, Lärm gering. Mittel. U-Bahn-Strecke 2. Doppelgleise, auf denen die U-Bahn gleichzeitig in beide Richtungen fahren können. Was ist das hier? Ja, ich glaube, wir müssen... Ich weiß nicht, wann wir die U-Bahn einrichten können. Oh, hier ist wieder ein Stau. Oh, schön. Oi, das ist doch cool. Ich liebe es. Ich liebe es. Aber ich sehe schon, die Folge ist durch. Die ist mehr als durch. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.